Hallo, lieber Astro-Rebell, das ist Sendstern-Astrologie und mein Name ist Emmanuel Hidalgo Infante. Ich bin deiner astropsychologischer Berater. In diesem Video geht es um das Thema Vollmond am 18. Mai 2019 um 23.11 Uhr. Dieser Vollmond findet im Sternzeichen Skorpion statt. Skorpion hat mit starken Erfahrungen zu tun, Situationen, die ernsthaft sind und welche eine tiefe Auseinandersetzung verlangen. Skorpion ist auch das achte astrologische Haus. Dementsprechend hat diesen Vollmond mit Geld zu tun, denn das achte Haus beherrscht die gemeinsamen Finanzen, Schulden, Steuern, Kredite. Im Allgemeinen hat das Sternzeichen Skorpion mit Sexualität zu tun. Das gegenüberstehende Zeichen Stier versucht Dinge zu sammeln und anzuhäufen, während Skorpion möchte Dinge teilen und umwandeln. Also es geht hier um das Umtauschen oder das Verwandeln von Situationen und Dingen. Es geht auch um das Loslassen von manchen Gefühlen und Emotionen, die wir verdrängt haben. Und jetzt kommt eine Zeit des Ausbruchs. Eine Zeit, in der man sich ernsthaft mit Dingen und Personen auseinandersetzen muss, welche nicht unbedingt nett und schön sind, aber man muss durch, ja, man muss die Dinge optimieren, damit sie funktionieren. Das betrifft vor allem private Beziehungen, aber das kann auch das Thema Beruf, Öffentlichkeit betreffen. Jedenfalls muss man hier bestimmte Änderungen durchführen, damit eine Sache, ein Verhältnis, eine Beziehung etc. funktionieren kann. Und das bedarf natürlich das Loslassen von bestimmten Fixierungen, Ideen und Vorstellungen, die leider nicht mehr funktionieren. Ich werde ganz kurz eine Analyse von den verschiedenen Sternzeichen und Aszendenten machen. Und damit man ein Gefühl hat, wie dieser Mond alle Sternzeichen beeinflussen kann, beziehungsweise in welchem Lebensbereich findet diese ernsthaftige Tätigkeit des Mondes im Skorpion statt. Ich beginne jetzt mit Skorpion. Lieber Skorpion, der Mond ist in deinem Zeichen, der Vollmond befindet sich dort, in dem Haus, welches mit dir selbst zu tun hat, mit deiner eigenen Persönlichkeit, mit deinen eigenen Wünschen und Triebe. Das heißt, du solltest jetzt feststellen, in welche Richtung du dich eigentlich entwickeln solltest. Bestimmte Dinge, bestimmte Fixierungen und Mentalitäten, die du jetzt seit langer Zeit hattest, die musst du loswerden, damit du dich finanziell und auch beruflich besser entfalten kannst.
Eine gewisse Offenheit gegenüber das Leben wäre nicht schlecht. Auch gegenüber anderen Menschen. Es gibt zahlreiche Möglichkeiten für dich. Lass diese Möglichkeiten zu, damit du mit dem Leben fließen kannst und dir eine neue Zukunft, eine bessere Zukunft aufbauen kannst. Aber das hängt von dir ab, lieber Skorpion. Okay? Lieber Schütze, hier hast du das Thema 12. Haus. Ja? Das heißt, du solltest dich von Menschen befreien, die dich stören. Menschen, die einfach dich ausnutzen und die im Hintergrund entweder dir nicht Gutes wünschen oder dich einfach nur Vorteile von dir haben möchten. Und hier stellt sich die Frage, geht das weiter? Oder soll ich hier eine Entscheidung treffen, mich von Menschen und Situationen befreien, die mich einfach belasten? Das musst du dir jetzt fragen, lieber Schütze, denn der Mond ist in deinem 12. Haus. Hier können auch komplizierte Situationen mit anderen Menschen entstehen. Und vor allem, weil das Thema Geld auch eine Rolle dabei spielen könnte. Man müsste natürlich deine Geburtskonstellationen anschauen, aber das ist der generelle Trend. Lieber Steinbock, du solltest jetzt versuchen, dich von bestimmten Freunden zu befreien, mehr Klarheit über Freundschaften schaffen. Vielleicht fühlst du dich zurzeit ein bisschen isoliert und alleine. Und das hängt davon ab, dass du etwas verschlossen bist. Jetzt ist die Zeit, lieber Steinbock, dass du dich für neue Kontaktknüpfungen öffnest. Dass du bereit bist, bestimmte Gefühle, negative Gefühle hinter dir zu lassen. Was in der Vergangenheit geschehen ist, das sollst du hinter dir lassen. Also, damit diese Gefühle und Erinnerungen dich nicht weiter so belasten. So, jetzt bin ich bei dir, mein lieber Wassermann. Also, du solltest so ähnlich wie bei Skorpion feststellen, wie du dich beruflich besser entfalten könntest. Dafür müsstest du bestimmte Risiken eingehen. Wenn du nicht berufstätig bist, dann könntest du Probleme gerade in der Familie erleben. Es können Situationen entstehen, bei denen man viele Emotionen, starke Emotionen plötzlich hat. Und hier solltest du ein bisschen toleranter sein gegenüber anderen Menschen, weil beruflich gesehen gibt es hier ein Thema, was dich auch belastet. Es könnte mit Geld zu tun haben, ja. Es könnte auch sein, dass du dich beruflich nur entfalten kannst, wenn du bereit bist, deine Intuition zu folgen. Also deine Intuition wird hier sehr wichtig sein, weil nicht alles kannst du rationell erledigen. Du kannst nicht alles durch Vernunft beantworten, nicht alle Fragen, die du hast. Und deswegen deine Intuition, deine innere Psychologie, das, was dir glücklich macht, darauf solltest du mehr Aufmerksamkeit schenken, so dass du, wenn du das weißt, bestimmte Prioritäten setzt, die auch
natürlich auch mit dem Thema Beruf direkt oder indirekt verbunden sind. So, lieber Fischer, bei dir geht es um deine Zukunftsaussichten. Es ist vieles in deinem Leben geschehen. Es geschieht gerade auch sehr vieles im Bereich deiner Beziehungen, im Bereich Geschwister, Vater, Familie, generell deine Mitmenschen. Da gibt es viel los, sozusagen. Und dieser Mond in deinem Haus, deiner Zukunftsperspektive, führt dazu, dass du die Dinge von einer neuen Perspektive siehst, dass du versuchst, bestimmte Verhältnisse in Frage zu stellen, um die Wahrhaftigkeit von diesen Verhältnissen zu überprüfen. Es geht nicht darum, dass man jetzt sagt, okay, ich bin genervt von manchen Menschen und Situationen, ich lasse es einfach, tschüss. So einfach ist das nicht, liebe Fische. Du musst Rücksicht auf andere nehmen, Rücksicht auf deine eigene Sensibilitäten. Und so schnell geht es leider nicht. Aber du kannst dich langsam von bestimmten Gedanken befreien, die dich belasten, weil es hängt letztendlich alles von dir ab. Es hängt nicht von anderen Menschen, sondern wenn du versuchst, andere zu verstehen, dann erst wirst du verstanden. Und dann, wenn du nicht so verschlossen bist, dann wirst du die Sinnlichkeit deines Lebens endlich erkennen. Denn du bist nicht zufällig geboren, es gibt zu tun. Du hast deine Mission und diese musst du finden. Oder solltest du zumindest. Lieber Widder, bei dir gibt es, also bei dir können Situationen entstehen oder du erlebst gerade eine Situation, bei der vielleicht eine Art Geheimnis geben könnte. Ja, das betrifft deine Beziehungen. Und hier das Thema Geld, Finanzen, Steuer ist sehr stark hervorgehoben durch diesen Mond im Skorpion. Also hier solltest du vorsichtig sein bezüglich deinen Finanzen. Denn du könntest viele Geldausgaben haben oder auch sogar Geldverluste, wenn du nicht gewissenhaft damit umgehst. Es kann sein, dass du beschäftigt bist mit einer Krise, die nicht unbedingt mit dir zu tun hat. Ja, vielleicht siehst du, dass eine Person nicht gut geht, ja, dass diese Person in einem schlechten Zustand ist und das wird dich ärgern. Aber du kannst nichts machen, ja, also du kannst solche Situationen nicht verändern, ja, was sein soll, dann lass es einfach sein. Akzeptiere, dass das Leben ist ständige Veränderung. Okay? So, lieber Stier, jetzt bin ich bei dir. Die Beziehungen im Allgemeinen, ja, sind hier gefragt. Eine tiefe Kontaktknüpfung ist jetzt bis zum 18.05. möglich. Also, du könntest mit deiner Mutter oder mit einer Person in deiner Umgebung eine Krisensituation erleben. Es kann aber auch sein, ja, auch positiv gemeint, dass du eine leidenschaftliche Begegnung haben wirst. Möglicherweise bist du sehr beschäftigt
mit dem Thema Geld, ja, mit dem Thema Finanzen. Und hier kannst du nicht alleine für alles sorgen und alle Entscheidungen alleine nehmen. Also hier arbeitest du zusammen mit anderen Menschen oder mit einer anderen Partei. Und es werden Entscheidungen getroffen, die einen Kompromiss erfordern. So, meine liebe Zwillinge, pass auf deine Gesundheit auf, ja, deine Gesundheit. Du hast eine gewisse körperliche Schwäche zurzeit und hier solltest du versuchen, deine Gesundheit zu schützen, also ein bisschen mehr Aufmerksamkeit darauf richten. Deine Gewohnheiten, ja. Du solltest versuchen, Stress abzubauen, indem du etwas Gutes für deinen Körper machst. Denn das Thema Gesundheit ist hier ganz direkt und stark von diesem Vollmond betroffen. Bei der Arbeit, ja, und in deinem Alltag, du hast es nicht einfach, ja, mit jemandem. Und hier musst du direkt sagen, was du denkst. Nichts verdrängen, ja, sondern einfach direkt sagen, was dir stört. Sonst kannst du es nicht erledigen. So, lieber Krebs, bei dir geht es um deine Selbstverwirklichung, beziehungsweise die Selbstverwirklichung deiner eigenen Projekten. Du bist dabei, eine wichtige Phase in deinem Leben zu beenden. Und das kannst du am besten machen, indem du bereit bist, dich von manchen Situationen und Personen zu befreien, die du nicht mehr brauchst. Die innere emotionelle Reinigung ist hier notwendig. Versuche ein bisschen mehr zu meditieren, dich zu entspannen. Und nimm die Dinge nicht so ernsthaft, ja, ein bisschen lustig sein, auch wenn manche Situationen nicht einfach sind. Lieber Löwe, bei dir in der Familie, ja, zu Hause, gibt es auch viel, was von dir verlangt wird. Und das ist manchmal so viel Last, was du auf deinen Schultern trägst. Und du solltest versuchen, in deinem Privatleben klare Linien zu haben, so dass die Verhältnisse mit anderen Menschen nicht zu ärgerlichen Auseinandersetzungen führen. Das ist ganz wichtig für deine Weiterentwicklung, auch für deine Gesundung, falls du krank warst. Aber im Großen und Ganzen muss ich sagen, du wirst es schaffen, mit anderen Menschen harmonischer zu arbeiten. Und auch wenn die Dinge ein bisschen komisch gelaufen sind und du bestimmte Kompromisse machen musstest, aber du kriegst das schon hin und du wirst diesen inneren Frieden finden und diese Situation, die dich so stark beschäftigt, ja, das wird nicht mehr da sein, okay? Mach dir keine Sorgen. Du solltest endlich jemanden direkt sagen, was du denkst. Ja, also hier geht es um Kommunikation. Es geht um klare Aussagen. Du darfst die Dinge nicht weiter verdrängen. Okay? Das Thema Papierkram. Das Thema Briefe, Korrespondenz, E-Mails. Es wird dir etwas mitgeteilt, was nicht so schön ist. Habe ein bisschen Geduld und sei auch vorsichtig mit Menschen, die es nicht gut meinen mit dir, ja, die dich ein bisschen manipulieren wollen mit manchen Aussagen. Also sei nicht blauäugig, sondern bleibe vernünftig. So wirst du einfach dir Klarheit über die Wahrhaftigkeit mancher Aussagen verschaffen. Liebe Waage,
Das Thema Investition, Geldinvestition ist hier sehr, sehr wichtig. Jetzt ist die Zeit oder jetzt wäre die Zeit für eine neue Geldinvestition, die deine Entfaltungsmöglichkeiten erweitert. Es kann auch sein, dass du plötzlich mehr Geld ausgeben musst. Inwiefern das positiv oder negativ ist, kann ich nicht wissen, weil ich dein Horoskop nicht kenne, aber hier ist das Thema Geld direkt betroffen. Du solltest auch aufpassen, dass dir körperlich auch besser geht. Deine Gesundheit ist auch, könnte auch ein Thema sein. Und achte auf deine Ernährung. Ganz wichtig, weil das zweite Haus hat auch mit der Nahrungs Einnahme zu tun, vor allem Süßigkeiten solltest du meiden. So, lieber Astro-Rebell, ich bin jetzt am Ende dieses Videos. Ich habe alle Sternzeichen ganz kurz analysiert. Zum Fazit möchte ich sagen, dass dieser Mond ein sehr intensiver Mond sein wird. Also es gibt eine Energie, welche uns allen zur Umwandlung und ernsthaftige Auseinandersetzungen führt. Und falls du, mein lieber Astro-Rebell, eine individuelle Beratung haben möchtest, kannst du dir bei mir gerne melden. Meine Webseite www.zensternastrologie.com. Herzlichen Dank, alles Gute und bis zum nächsten Video.